So, willkommen zu unserem dritten Teil zum Auspackvideo Hauptpauke HD PVR2 Gaming Edition. So, jetzt sind wir beim Teil, wo wir die Software installieren. Wundert euch nicht bei meinem Hintergrund, ich habe das jetzt mal schnell geändert, bezwecks, dass man dann irgendwie keine Ahnung kriegt, wenn man irgendein geschütztes Bild oder so benutzt. Und so. So, da sind wir hier bei der Installationsschild. So, natürlich ausführen. Ja, will ich. So. Wir sind natürlich in Deutschland. Treiber erstmal installieren. Ja, sicher ist das installiert. So, jetzt müssen wir erstmal mal schnell warten. Der Port wird nämlich gerade erstmal gesucht, weil ich habe es natürlich auf meinen 3.0 Port hängen bei USB. Wird aber dann nochmal geändert. Jetzt muss ich mal schauen. Ich will nämlich nur die Meldung erstmal haben, um es genau zu lesen. Okay. Ist nur die Bezeichnung. So. Da hat das mal alles andere installiert. Und wir schauen mal, wie es weiterläuft. Für mich ist die HD PVR2 Gaming Edition was Neues, weil hatte ich noch nie gehabt, einen. Wie soll man sagen, Videocrabber in den meisten Fällen eigentlich, aber in der Fall auf HD eben und HDMI-Anschlüssen, was die anderen Teile nicht hatten. Und was für mich halt den Vorteil hat, wenn ich zum Beispiel für die 360 was würde aufnehmen wollen, PS3 oder Wii U eben, kann ich das machen und mit dem anderen Anschlusskabel schätze ich mal auch, dass ich die anderen Sachen könnte machen. Und deswegen klicken wir mal hier oben drauf. So, da jetzt nichts anderes gekommen ist, gehen wir natürlich auf Software installieren. Und unsere Pauke blinkt jetzt nicht mehr wie im anderen Video, sondern hat jetzt normales Licht. So. Ja, es ist verbunden und eingesteckt. So. Da kam bei unserem Aufnahmeprogramm die Meldung, wir hätten keinen Speicherplatz, dabei haben wir noch über 200 GB. So, wie ihr seht, es wird gerade installiert und durch das USB-Umgesteck ist uns die Kamera abhanden gegangen. Möglicherweise fehlt ein Stück. Wir haben jetzt erstmal die Treiber installiert, wie ihr hier auch seht. So, und die Software sind wir jetzt so gerade dran und die Hauptauge ist wie gesagt auf 2.0 USB. Funktional und 3.0 wollte es bei mir gerade vorhin nicht laufen, also müsst ihr darauf achten. So. So, scheint ein bisschen länger zu dauern. Ist auch nicht gerade wenig, was wahrscheinlich drauf sein wird. Ich schätze mal, ein DVD-Rolling wird das sein. Bekanntlich, jede Software hat ganz schön großen Verbrauch. Was natürlich auch seinen Sinn so hat, wenn es alles gescheit werden soll.
So, wo ich, was ich vorhin vergessen habe, beim Auswahlpack-Video zu zeigen, es war ja noch die Treiber-CD dabei und die Software-CD, alles auf einer. So, die Beschreibung und ein Zettel, wo drauf steht halt, dass man halt darauf achten soll, dass es mit ATI Probleme geben kann, wenn die neuen Treiber veröffentlichen und so. Und da soll man halt das beachten, aber das steht dann ausführlich halt auf dem Zettel drauf. Und ja, wichtige Informationen sind halt auch noch drauf. Ich könnte es besser zeigen, hätte ich eine HD-Kamera, aber die kommt wesentlich später noch. So. Ich würde sagen, 3 Minuten wird es wohl dauern, da ist das dann alles drauf. Weil wir haben ja schon unser erstes auf dem Desktop. Und ich schätze mal, das Wetter wird dann auch noch kommen. Man hört auch, der PC fährt jetzt ein bisschen mehr auf. Was natürlich alle Kerne belastet. So. Und es scheint fertig geworden zu sein. Jetzt kommt noch der Support für den Button, der auf der HD PVR2 ist. Okay, es wurde jetzt installiert und wir müssen den PC halt jetzt da deswegen neu starten. Das machen wir dann auch und dazu muss man ja ein neues Video machen. Registrieren tue ich dann auch noch nebenher, aber nicht direkt, sonst, weil da muss man glaube ich Passwort und sowas alles anlegen und so. So, da würde ich sagen, wir machen erstmal später Neustart. So. Ah, okay, Updates sind auch verfügbar. Schauen wir dann mal. Ja, Internet Explorer könnt ihr vergessen. So, da würde ich sagen, wir machen erstmal hier Schluss bei dem Part. Und wir machen dann weiter, sobald wir den Neustart gemacht haben und dass es dann funktioniert, dass man zeigen kann, dass halt alle funktionalen Sachen gibt, die wir halt abgeklärt haben So, also wollten. machen wir jetzt beim zweiten Teil. Wir haben den Neustart gemacht. Warten, dass erstmal das Programm aufgeht. Und ja, anscheinend dauert es ein bisschen, bis es startet richtig. Okay, aus irgendwelchen Gründen hat die Maus es nicht richtig gemacht. Na komm, lade. Nein, wir bleiben erstmal noch bei der alten Version. So, und wir nehmen natürlich auf. So. Da hier steht gerade nichts. Da gucken wir es unter Optionen. Präferenzen. Nee. Nein, das auch nicht. Na, okay, müssen wir doch mal gucken. Ach, hier muss man irgendwie das einstellen können. Schauen wir mal. Wir machen einfach mal Knopfdruck. Irgendwie ist das nicht das Wahre. Schauen wir jetzt nochmal bei der HD Personal. Na, glaube ich, war das gewesen. Personal. Ach ja, Logo. Da konnte man sein eigenes Logo machen.
Das tun wir dann mal später anschauen. So. Das muss ja normalerweise eine Quelle finden, macht es auch nicht. So. Müssen wir gleich mal schauen. Nach der CD. Unknown Drive, lol. So. Schauen wir gleich nochmal nach. Aber hier scheint was ein Problem gegeben zu haben mit dem Treiber. So. Treiber. Ja, ist angeschlossen. Müssen wir mal was anderes machen? In manchen Fällen hilft sowas mal. So. Anscheinend hat sie jetzt doch was gefunden. Oder? Okay. Ja. Es hat gezeigt, dass sie was gefunden hat. Man hat musste einfach mal kurz einen Netzstecker ziehen. Interessant. So. Ich würde sagen, nach aktuell sind bringt es jetzt gerade auch nichts, weil wir brauchen wieder Neustart. Und dann hat das Ding noch nicht gehabt. Obwohl, doch, jetzt erkennt's was. Wir nehmen es mal auf MP4. So, ich würde sagen, drücken wir auf den Knopf einfach. Und wir gucken mal, was passiert, wenn ich jetzt den Knopf meiner Wii U drücke. So, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, okay, wunderbar. Funktioniert schon mal. Ja, geil. Der Ton ist zu hören. So. Warum ist das falsch? So. Wunderbar, wo sind schon mal wunderbar an dem Punkt? So. So, auf mehr wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir sehen also, dass es im Prinzip das HDMI funktioniert und dass man damit auch jetzt aufnehmen kann, weil sonst würde man ja auch das Bild nicht sehen. Und das Bild ist glasklar. Und was will man mehr, würde ich sagen. So.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im ersten Video zum Let's Play. Überlegen wir uns, welches Spiel. Ich werde dann nochmal so ein Einzelvideo machen, wo ich zwischen 4 Spielen zur Auswahl was sage. Und die meisten, die dann drauf irgendein Spiel abstimmen, das würde ich dann als erstes anfangen, weil... Ja, mal gucken. Ich habe insgesamt 4 Startspiele. Ich kann das auch hier vielleicht erwähnen, dann könnte man es ja auch drunter schreiben. Die ersten 4 Spiele, die ich habe, ist Rabbit Land. Dann Mario Bros. U, Zombie U und das 4. Spiel war jetzt habe ich ja glatt den 4. Titel vergessen. Ach ja, Nintendo Land. Und ja, wir werden es ja sehen. Also ich würde sagen, wir machen es dann mal später hier weiter. So. Ich bin ja weit. Okay, So, schauen wir das mal uns schnell an. Und wir haben es also hingekriegt, wir haben es mit Ton. Im Prinzip die Stimme müssen wir mit einem anderen Programm noch dazu machen, aber ich überlege mir ja schon, wie ich das irgendwie mache. Und so. Wie ihr merkt, keine Verzögerung vom Ton, gescheite Qualität und was will man mehr? So. Gehen wir nach hinten. So. Ich würde sagen, so viel haben wir dann mal zum Thema Haupauge HD-PVR2. Also, wir haben da kein Problem festgestellt, nicht wie vielleicht andere irgendwo irgendwelchen Foren beschrieben haben, ja, die hätten größere Probleme oder so. Die meisten Probleme sind eigentlich nur, wenn man die gescheite Leistung vom Rechner nicht weiß, also wenn man keine Ahnung von der Technik hat. So, wie ihr seht, wir haben hier ohne Probleme das hingekriegt und wie gesagt, wir werden dazu noch einiges machen. Ich meine, ich habe es mir ja nicht umsonst gekauft. Ich werde dazu natürlich LPs aufnehmen. Und bei den 4 Spielen werden wir ja mal sehen, welches wir anfangen. Ich schätze mal, vielleicht fangen wir von jedem mal einen Part an. Und welches dann erstmal am besten ankommt, wird dann wohl erstmal komplett durchgezogen. Danach kommen eben die anderen. So, ich würde sagen, viel Spaß bei den nächsten Videos, die dann folgen werden. Und wir sehen uns bald wieder.